Und dass es da schon Fortschritte gibt, das wird uns gleich Claudia Hämmerling, die neben mir steht, meine Kollegin aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin, an einem Gerichtsurteil vorlesen. Claudia, sei so gut, sag es. Ich zitiere aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtes Gießen, das führte aus: Keineswegs kann angenommen werden, die schrankenlos gewährleistete Wissenschaftsfreiheit werde durch Artikel 20 des Grundgesetzes, also dort, wo der Tierschutz verankert ist, nicht tangiert. Vielmehr ist es so, dass die Wissenschaftsfreiheit durch die Aufnahme des Staatsziels Tierschutz in das Grundgesetz durchaus eine Einschränkung erfährt, die auch bei Umsetzung der Vorschriften des Tierschutzrechts Niederschlag und Beachtung finden muss. Und ich stehe nicht nur hier, weil das eine Rechtsprechung ist, die sagt, ihr müsst auf den Tierschutz mehr Rücksicht nehmen als bisher, sondern ich darf auch hier stehen, weil wir im Berliner Abgeordnetenhaus, wir Grünen, Fragen stellen und weil wir kritische Fragen stellen und weil wir Schlussfolgerungen daraus ziehen. Eine meiner Anfragen hat zum Ergebnis gebracht, dass es laut Statistik in Berlin zwar 375.000 Tierversuche gibt, also in Tierversuchen verbrauchte, sprich getötete Tiere, dass es aber die Genehmigung für fast 1,6 Millionen Tierzuchten gibt. Das heißt, 1,6 Millionen Mäuse, Ratten und so weiter dürfen gezüchtet werden. Jede Maus kostet am Tag, jedes Mausleben kostet pro Tag 12 Cent. Das ist ein Wirtschaftsfaktor bei der Menge und deswegen werden diese Tiere auch in dieser Größenordnung pro Jahr in Berlin gezüchtet, fast 1,6 Millionen. Nun fragt man sich, wenn nur 375.000 in der Statistik ausgewiesen werden als getötete bzw. Entschuldigung, verbrauchte Versuchstiere, wo sind denn die anderen? Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, die leben nicht, die werden auch nicht freigelassen. Das sind die Kollateralschäden der Wissenschaft, weil in der Grundlagenforschung eben ein genaues Tier gefordert wird, ein Tier mit einem bestimmten Gen. Alle anderen Tiere, die in der Kreuzung quasi dieses Gen nicht haben, werden eliminiert und werden getötet. Und ich finde, es ist ein Unding. Diese Statistik lügt, sie haut uns die Taschen voll und tatsächlich, der Präsident sagte es, ist die Zahl der getöteten Versuchstiere in Berlin nicht 375.000, sondern sie ist fünfmal so hoch. Und ich finde, es ist ein Skandal und ich fordere die Politikerinnen, die Mehrheiten in diesem Land, auch in der Bundesregierung auf, hier endlich Klarheit zu schaffen und mit offenen Karten zu spielen. Wir haben am vergangenen Donnerstag eine schwarze Stunde für den Tierschutz erlebt. Wir haben im Abgeordnetenhaus den Antrag für ein Verbandsklagerecht gestellt, so wie er in 7 anderen Bundesländern der Bundesrepublik eingebracht bzw. Gerade auch umgesetzt wird. Und dieser Antrag ist auch mit der Mehrheit im Land Berlin abgelehnt worden. Und ich finde, hier muss man sagen, das ist eine Politik von gestern. Wer nicht in der anderen Richtung, in der Richtung der tierversuchsfreien Forschung forscht, der wird auch keine Forschungsergebnisse bekommen, die weg vom Tierversuch führen, sondern der wird ewig in dieser neandertalistischen Forschung verbleiben. Das muss sich ändern.